Das Opening und der Song sind so geil, ne? I Am All of Me von Crush 40. Willkommen zu Let's Play Shadow the Hedgehog. Oft gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Erschien 2005 für den GameCube, Xbox und PlayStation 2 zwischen Sonic Heroes und Sonic 2006. Nun, Sonic Heroes war ja auch nicht ganz unumstritten, ja? Viele wollten lieber wieder ein Sonic-Game, das ein bisschen düsterer ist, mehr Story hat und ja, auch er spielt in Sonic Adventure 2 eine große Rolle. Deswegen ist das Spiel wieder an Sonic Adventure 2 orientiert, wobei die Ingame-Zwischensequenzen, die sind alle wunderbar gerendert hier, aber die Ingame-Zwischensequenzen sind wieder auf Sega Dreamcast-Niveau und das habe ich damals nicht verstanden, wie man sowas 2005 noch bringen kann, aber ihr seht es gleich. Ich habe mich ein Weilchen gegen dieses Spiel gesträubt. Ich habe einen Let's Test dazu gemacht. Dazu ist es auch das erste Spiel, das ersten Let's Test bekommt und dann doch ein Let's Play. Und ich will es mit euch durchzocken, wobei ich mir noch überlegen muss, wie. Das Spiel hat nämlich eine tolle Besonderheit. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe es nie ganz durchgespielt, aber wir wollen es tun. Es geht um ihn, Shadow the Hedgehog, der nicht genau weiß, was ist er. Er ist ein bisschen auf einem Selbstfindungstrip. Ist er gut, ist er böse, das liegt an einem selbst. Muss ich mal gucken, wie ich es mit euch let's playen werde, aber ich pack's an, Freunde, ich pack's an. Ist eine schöne Idee, das Spiel so aufzubauen, oder? Bisschen wie bei Star Wars, willst du die gute oder die böse Seite der Macht? Na gut, dann wollen wir starten mit der ersten schönen, gerenderten Zwischensequenz. Zieht euch das mal rein. Shadow the Hedgehog. Why does that name haunt me? It's the only thing I can remember. And that gruesome image. Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? They are. I don't have time for these humans. Shadow. As you can see, the day of reckoning will soon be here. Find the 7 Chaos Emeralds and bring them to me as promised. Huh? Who are you and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? What is that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds. Hier haben wir nochmal den sogenannten Storyverlauf, der geht sofort weg, deswegen habe ich es vorab nochmal gezeigt und erklärt. Und wir starten mit Vestopolis, Zone Nummer 1. Und eben gerade, das war Plague Doom, die böseste Variante. Den gibt es doch, glaube ich, nur in diesem Spiel. Und was es mit ihm auf sich hat, das werden wir bestimmt auch noch herausfinden im Laufe des Let's Plays. Oh Mann, in Vestopolis geht einiges ab. Deswegen hoffe ich, dass das Spiel nicht zu langsam wird, aber so ist das eben nun mal. So, den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen. Der ist blau, Blauigel. Bleiben im Gedächtnis. So, wir haben hier sowohl Alien-Kreaturen von Plague Doom als auch Soldaten. Und wir können entweder den einen oder den anderen besiegen, um die Leiste, die ihr links oben und rechts oben seht, entsprechend zu füllen. Die blaue Leiste rechts ist quasi die gutartige und die blaue Leiste links, die rote Leiste links natürlich, ist die bösartige Seite. Wir haben schon einen Chaos Emerald, einen der 7, recht unspektakulär. Das ist Plague Dooms Eye.
Also ein wie das Auge. Set Betonung mal wieder. Also eigentlich finde ich die Idee richtig cool. Es ergeben sich auch sehr viele Möglichkeiten, da man nicht nur einen der, ich sag mal, fünf Hauptstränge befolgen kann. Das heißt, man nennt es Hero, Semi-Hero, Neutral, Semi-Dark und Dark. Sondern man kann halt auch innerhalb eines Levels wieder wechseln und so. Die ganzen Wege vereinzelt werde ich nicht gehen, aber ich will alle Level zeigen und mich zur Final Story durchschlagen. Mal gucken, ich habe selbst privat nie durchgespielt. Ich kann es aber auch nicht als blind bezeichnen, da ich es halt schon mal gezockt habe, auch wenn ich mich wohl an nichts großartig erinnere. Ist das euer Ernst? Swish. Ach, das hier kann ich kaputt machen. Ja, ihr habt richtig gesehen. Shadow hat eine Knarre. Wir können uns Knarren holen. Das ist so ein bisschen vor dem Release die Hauptneuerung gewesen. Da war ja alles ziemlich in, ne? Mit GTA und so. Ging alles in Richtung Waffen. Ich glaube, es ist auch das Sonic-Spiel, was die höchste USK-Wertung bekommen hat. Ich glaube, das Spiel ist ab 12 freigegeben. Warum gehe ich kaputt in dem? Und naja, die Grafik ist selbst für 2005 nicht mehr so ganz das Gelbe vom Ei, ne? Aber um die Grafik ging es hier offensichtlich nicht. Ihr wisst, dass die ersten Spiele der Generation Nintendo exklusiv waren, mit Sonic Adventure 2 und Sonic Adventure DX, Sonic Mega Collection, Sonic Advance. Und dann entschloss sich Sega dazu, auch PlayStation 2, die ja sich klar mehr verkauft hat, und auch die Xbox zu unterstützen. Ich habe mir damals sowohl Sonic Heroes als auch Shadow the Hedgehog für Xbox geholt, weil ich mir dachte, ich habe schon so viele Sonic Games für den GameCube. Hol ich mir auch mal was für Xbox. Für die PS2 habe ich mir nur Sonic Riders geholt. Was ich überhaupt nicht mag. Das hatten wir auch im letzten Test, aber da könnt ihr lange auf ein Let's Play warten. So, schlagen wir uns nur bis zum Ziel durch. Neutral zu sein ist eigentlich das Einfachste, weil wir auf niemanden hören müssen. Nein, ich höre nicht auf dich. Once I find all of the emeralds, then I'll find the truth. Normal Mission geschafft. Und so werden wir jetzt auch auf dem Storyverlauf perfect in der Mitte bleiben. Jetzt geht's weiter mit Ingame-Zwischensequenzen à la Sega Dreamcast. The black aliens have hit 6 major cities around the world, and every city is reporting significant damage and casualties. Among them, Westopolis has received the heaviest casualties due to its weakened defense system. Downtown Westopolis has been almost completely destroyed. Unconfirmed sources have also reported seeing a black hedgehog in Westopolis. Shadow? Deploy the troops now, and if you find Shadow with the black aliens, then kill them all. But sir, isn't Shadow on our side? I gave you an order, soldier. He's evil and he's the enemy. You can't fool me, Shadow. This time, you're mine. You've deliberately disobeyed me, Shadow. No one tells me what to do. I have my own reasons for collecting the Chaos Emeralds. You really don't understand the situation here, do you? Perhaps Professor Gerald has done more to your memory than I imagined. The Professor? Strange that you don't remember your Maker. What'd you say? Silence! The ramifications of your disobedience will be severe. Und so geht es weiter. Tja, dieser Präsident oder Militärschef ist gewisserweise gutartig, aber nicht so gutartig wie Sonic, der pure Held. Sondern halt eben, naja. Ihr habt's gesehen.
Semi-hero. Where am I? Während Dr. Eggman in meinen Augen semi-dark ist. Whoa. I guess I underestimated his powers. There's definitely something going on out there. Now it's up to me to find out what they're up to. Und damit rein in die zweite Zone. Ja, ihr seht, wir sind neutral geblieben, aber da sind weder die Guten noch die Bösen sonderlich begeistert davon. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber Shadow hat schon recht. Wir sind auf niemanden angewiesen. Hier hätten wir Knuckles. In den ganzen Zonen gibt es all die verschiedenen Sonic-Charaktere. Und wir können ja erstmal einen Blick wagen, was hier gut oder bösartig wäre. Wenn wir jetzt unseren Weg umentscheiden wollten. Vertreibe die schwarzen Kreaturen. Ist gutartig mit Knuckles. Nur den Chaos Emerald zu finden wäre neutral. Und Black Doom will, dass ich alle Edelsteine aktiviere, um ihren Tempel wiederherzustellen. Aber nein, neutral zu bleiben ist auch wirklich das Einfachste. Glaube ich, so in Erinnerung zu haben. Und ich glaube auch, dass es schwieriger war, gutartig zu sein als bösartig. Wie Meister Yoda schon sagte, die dunkle Seite ist verführerischer. So, Freunde, wollen wir mal ein bisschen zusammenfassen, was mit unserem Shadow los ist? Ihr wisst ja, in Sonic Adventure 2 trat er zum ersten Mal auf. Es stellte sich heraus, er war eine künstlich erschaffene Lebensform von Dr. Gerald Robotnik, dem Großvater von Dr. Ivo Robotnik, den wir als Dr. Eggman kennen. Und es begab sich, dass Shadow in Sonic Heroes nach seinem vermeintlichen Tod nach Sonic Adventure 2 plötzlich einfach wieder da war in Sonic Heroes, von Rouge und Omega gefunden, und keiner wusste genau, was mit ihm los ist. Kann er sich jetzt an alles erinnern oder nicht? Jetzt müssen wir erstmal wissen, ist das hier dasselbe wie aus Sonic Heroes? Ich denke schon. Er sagt zwar am Anfang, eben gerade, also hier vor dem ersten Level, er kann sich an nichts erinnern, aber er meint bestimmt damit, er kann sich an nichts vorher erinnern, wo er eigentlich herkommt und sowas. Und ich denke. Kann ich denken? Nein, ich kann nicht denken. Ich kann nicht mehr denken bei diesem Spiel. Ich denke, er will jetzt herausfinden, wo, wie, was. Ist aber auch die Frage, ist es derselbe wie in Sonic Adventure 2? Hat er nur sein Gedächtnis verloren? Oder wie ist das? Es wird in diesem Spiel erklärt. Und ganz ehrlich gesagt, Leute, die Sonic Adventure 2 kennen, könnten mehr Freude an der Story von Shadow the Hedgehog haben als Leute, die Sonic the Hedgehog 2 nicht gesehen haben. Ich kann euch dazu mein Let's Play empfehlen. Sonic Adventure 2 in meinen Augen insgesamt auch ein besseres Spiel als dieses. Das ist nur meine Auffassungsgabe. Auch als Shadow the Hedgehog erschien. Alle sagt so, nee. Aber wie das ist, viele Jahre später wird es dann gehypt, weil es so unbekannt ist. Nur ich kenne halt schon immer irgendwie alles. What the? So, an diesem Level geht schon ein bisschen weniger ab, deswegen läuft es ein bisschen flüssiger. Das wäre wünschenswerter. Nein, das darf ich nicht berühren. Nö. Tut dir keinen Gefallen, Black Doom. Das tut mir leid. So, und dieser Militärschef, ich weiß nicht, was es ist, der Präsident? Nein, das ist so ein Militärsfuzzi. Der ist halt quasi Semi-Hero, während Dr. Eggman Semi-Dark ist. Weil Eggman ist zwar böse, aber nicht ganz böse. Er hat ja schon öfter, wenn es hart auf hart kam, sich mit dem Guten verbunden. Nicht zuletzt eben in Sonic Adventure 2. Ich meine ja nur. Der hat mal wieder Knuckles. Wie die auch hier rumstehen. Ich mache mich einfach auf den Weg. Da ist wieder sowas, was ich berühren soll. Aber hier ist die Dark Side nicht schwer, weil wir finden das. Was ist das? Homing Attack! Kamera vielleicht? Nein? Kamera hat keinen Bock. Quasseln auch die ganze Zeit. Ey, du kannst mir die Soldaten an. Ey, das sollst du nicht tun. Nein. Ich meine, ich muss eh alle fünf berühren, aber ich berühre keinen einzigen. Jetzt haben wir drei schon mal gesehen. Könnten wir uns merken. Ja. Für welche Seite würdet ihr euch entscheiden? Böse oder gut? Tja, oder neutral. Neutral ist natürlich gut. Oder semi-dark oder semi-hero. Ich glaube, Semi-Hero ist schon eine gute Sache.
Ich selbst wäre ungern einer, der im Mittelpunkt stehen möchte. Ist das ein Chaos Emerald? Haben wir ihn? Haben wir das Ziel? Sieht ein bisschen aus wie... Ja, ist schon wieder... Vorne ist der Emerald. Ich habe 4 der 5 Edelsteine, die Black Doom haben will, jetzt schon gefunden. Frag mich nur, wo ist der letzte? Egal. I take orders from no one. I do as I decide. Ganz genau. Sehr gut, Shadow. Sehr gut. Aber ich glaube, 2 Zonen reichen dann auch für den ersten Part. Perfect. Gönnen wir uns noch ein bisschen Story, aber dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Ansehen. Daumen hoch oder Daumen runter. Shadows Seite wird dunkler oder bunter. Und bis dann und ciao! Mr. President, we've received a report from the Central Information Agency. Our ground troops have successfully pushed back the black aliens from Westopolis. We've also managed to suppress enemy forces in 5 other cities. There's also reports that the CIA's mainframe has been compromised. We're investigating the incidents now. It is a strong possibility that this was also committed by the black aliens. Tell the commanding generals that the United Federation will never surrender to terrorists. Yes, Mr. President. This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Now mankind must protect this peace at all costs. We must stand united to defend our world against these invaders. Chaos Emeralds around here. What? That's right. I somehow escaped, but was then captured by those humans. But from where? And why? Sehr interessant, Shadow erinnert sich Stück für Stück an seine Vergangenheit und es muss der Shadow aus Sonic Adventure 2 sein. Jedenfalls waren das Screenshots von genau der Stelle, als er von Eggman wieder befreit wurde. Charmy Beast hier von Team Chaotix hat einen neuen Synchronsprecher und keiner kann ihn leiden. So sieht's aus. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz, was es für Missionen sind. Also die heldenhafte Mission finde die streng geheimen Gun-Discs. Neutral, das machen wir. Einfach nur Chaos Emerald und... Alles klar. Wenn wir böse sein wollen, dann einfach nur die Menschen in die Pfanne hauen. Hey, Frisbee! Yeah! Was ist das bloß für eine giftgrüne Soße? Ist ja ekelhaft. Wo sind wir hier gelandet? Ich gehe einfach mal so weiter, ne? Tschüss. Warum nicht? Ah, da gäbe es noch eine. Ich nehme die hier. Die bin ich schon gewöhnt. Mit der kann ich umgehen. Würde mich wundern, wenn die andere irgendwie anders zu steuern wäre. Alles cool. Alles cool, Freunde. Das läuft und wie es läuft. Die Nase läuft. Nur das Spiel könnte flüssiger laufen. Ich bitte es einfach zu entschuldigen. Nichts ändern. Vielleicht doch. Könnt ihr mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Aber ich komme damit klar. So, das Level an sich erscheint mir ein bisschen basic. Wir hören mal wieder auf niemanden. Und gehen munter unseren Weg. Jetzt haben wir auch den Präsidenten gesehen, also am Ende des letzten Parts. Der scheint mir... Das scheint wirklich derselbe aus Sonic Adventure 2 zu sein. Ihr seht schon, vieles aus Sonic Adventure 2 spielt hier wieder eine Rolle. Voll von der Rolle, Mann. So, geht das denn? Jawohl, wie in Sonic Heroes. Sehr schön. Das ist eine dieser Discs. Aber nein, Charmy. Ich muss dich enttäuschen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Was muss ich denn machen, dass es aufgeht? Alles die Blume? Was steht denn da?
Muss man die wirklich besiegen? Oh, da muss man ja gutartig sein, um weiterzukommen. Ich wird gezwungen. So, hau rück. Und was haben wir hier Feines? Fette Roboter. Man kennt es ja aus Sonic Heroes, dass man gegen Roboter kämpfen muss bis zum Umfallen. Gut ist aber auch, dass wir nicht alle Ringe sofort verlieren. Wäre sonst irgendwie auch ein bisschen hart. Generell habe ich das Spiel alles andere als einfach in Erinnerung. Oh, wie jetzt gerade das hinten erst aufgeploppt ist. Wenigstens ein bisschen geschmeidiger. Mit einer weichen Blende. Wow, ey, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ja, es ist wirklich sehr schwammig. Also ich will da... Ich warte auf den ersten Fail, der steuerungsbedingt zustande gekommen ist. Auffällig ist, dass ich kaum Gegner besiege. Ich könnte von beiden Seiten Gegner besiegen. Und wenn mich die eine dieser Leisten fülle, kann ich mich nach vorne speeden. Das wäre eigentlich sinnvoll. Aber ja, momentan sind wir halt auf dem Trip von wegen, ja, uns ist alles egal. Ich beginne mit der neutralen Story, weil ich einfach denke, dass sie die einfachste ist. Kann mich auch irren. Was? Einfach so? Mittendrin in der Soße? Ja, tolle Wurst! Damn it. Das sage ich dir. Ist eingesperrt. Ups. Das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Unberechenbare Situation. Vorne scheint das Ziel zu sein. Ja, das geht ja gut schnell, oder? Aber ich sag euch, Sachen zu finden oder bestimmte Gegner zu schlagen, dauert viel länger, die alle zu suchen. I found it, the fourth emerald. Mann, wie viele Chaos Emeralds hat er denn jetzt schon? 4? Kann das sein? Und immer Rang A. Perfect. Etwas unverdient. Ich speede ja nur durch. Die beurteilen den Rang sicherlich nur nach... Oh, schaut mal hier. Those idiots! They're destroying everything! How can I take over the city and build the Eggman Empire if there is no city? I'm at my limit! I have no choice! Send in the Eggman fleet! Charge! No one expected this baby could fly. I transported this brilliant flying fortress to this planet over 2,000 years ago. It's magnificent. The perfect killing machine. Ready to oppose Terra in unimaginable ways. Really believe they can stop me? Isn't that the doctor? Shadow, do not fear me. Und damit schon der drittletzte Level. Es bleibt interessant. Sky Troops. Eggman schaltet sich ein und ich musste kurz überlegen. Das ist doch wirklich das erste Spiel mit Mike Pollock als der Stimme von Dr. Eggman. Also die Stimmen von Sonic, Tails etc. pp, die wechseln ja leider ein bisschen öfter. Aber die von Eggman seit Sonic Adventure nur einmal im englischsprachigen Bereich. Ich glaube, im Japanischen bleiben die über längere Zeitraum immer. Ich glaube, da ist leider jemand gestorben, aber... Normalerweise bleiben die echt lange. Nicht wie hierzulande. Einfach irgendwie aus Geldgründen oder so. Tja. Jedenfalls Mike Pollock, die aktuelle Eggman-Stimme. Hier zum ersten Mal. Kannst du knicken, Eggman. Ich höre mal kurz an. Ach, Eggman ist sogar der Positive. Kannst du mal sehen? Zerstöre alle Edelsteine des Tempels. I've got to get on board the Doctor's flagship. Okay. Annihilate the scientists. I've got to get also gehen wir nur an Bord. Mal sehen, ob wir mit Eggie ein bisschen reden können.
Er ist ja schließlich der Enkel des ominösen Professor Gerald, wobei viel mehr weiß er jetzt auch nicht. Alter, kann ich... Dankeschön. Wollte ich nur wissen, ob wir diesen Move haben. Was ist denn? Ich komme an Bord, mein Freund. Du bist mir dann doch noch geheuerer als der schwarze Kollege. Also soll jetzt nicht rassistisch gemeint sein, aber er heißt halt Black Doom. Und wir haben den eben zum ersten... Was ist das denn? Zum ersten Mal gesehen in seiner... Ja, nicht verschleierten Gestalt. Vorher war er immer so transparent. Ach, das sind Waffen. Nice. 19 Schuss, die will ich mir einteilen. Ach, das kann ich kaputt machen? Ja, aber was bringt's? Vielleicht was drunter? Nee. Hä? Jetzt geht's höher. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, Geduld. Die Level sind allesamt ein bisschen eigenartig, aber ich lebe damit. Hä? Hier geht's lang. Ich kenne die Level überhaupt nicht mehr. Gar nicht. Sag's gerne nochmal. Blind ist es zwar nicht, aber ich kann mich an nichts erinnern. Jetzt hier hoch. Stück für Stück. Kann die Kamera irgendwie nur in eine Richtung drehen, schon seit längerem. Hat mich in Wario World verfolgt. In Star Fox Adventures stört es mich auch und hier ebenfalls. Da muss ich mich mal irgendwie drum kümmern. Hallo? Komme ich jetzt hoch genug? Dankeschön! Achtung, Achtung. Ist das hier diese ganze Ruinen ist in Wirklichkeit ein Schiff? Von dem guten Black Doom? Es gibt keinen guten Black Doom. Nein, nein, nein. Es ist schwierig, auf keinen zu hören. Ich würde euch alle gerne irgendwie gefallen tun und so. Es ist auch beeindruckend, wie Mike Pollock sich immer noch anhört wie heute. Er wird sich direkt in seine Rolle eingefunden und seine Stimme nie groß verändert. Interessant. Herrlich. So, dieser Level an sich gefällt mir nicht ganz so gut. Er erinnert an den zweiten, aber er ist halt einfach viel randomer. Irgendwelche Brocken, die in der Gegend rumfliegen. Haltet doch alle die Schnauze! Oh, hier kann ich was Tolles benutzen. Ui. Ähnliches haben wir gesehen in Sonic Lost World, ne? Autsch. Ja. Nein! Shadow, steig aus rechtzeitig! Was ist los mit dir? Gut, das ist nicht so weit weg. Damit komme ich noch klar. Bam, bam, bam. Homing Attack for the win. Ja, es macht schon mehr Spaß, als ich dachte. Ich hab's halt als große Enttäuschung damals wahrgenommen, irgendwie. Sad Game. Ganz so schlimm ist jetzt auch nicht. Gibt Schlimmeres, gibt auch Besseres. Aber bevor ich irgendwie nochmal Sonic Adventure oder so spiele, dann, was ich schon zweimal gemacht habe, wird Zeit, diesen Titel zu zocken, den ich noch gar nicht let's played habe mit euch. Ich habe auch nicht vor, Sonic Adventure 1 und 2 nochmal zu let's playen, weil das letzte Let's Play sich immer noch sehen lassen kann. Einmal die GameCube-Version gemacht und einmal die aufpolierten Xbox 360-Varianten. Das hat in meinen Augen so seine Richtigkeit. Ich weiß halt nicht genau, wie man das Vehikel steuert. Ein bisschen Pilot Wings-mäßig auch, ne? Das Bonusspiel. Ja, wobei das hier präzisere Steuerung hat. Was ich halt nicht dachte vorher. Den hätte ich schon vorher gebraucht. Der lag, sag ich euch, garantiert schon da rum an der Stelle, wo ich vorhin so lange warten musste immer. Was haben wir denn nun hier? Ui. War nicht eben Eggmans Flotte schon ziemlich in der Nähe? Die schwirren hier überall rum. Wir wollen an Bord, offensichtlich.
gerade ein Déjà-vu. Hätte ich mal rechtzeitig X gedrückt. Ich im Ring. Strahl folgen. Bla 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 bla. Wir kommen hier durch. Ja, die Level sind ein bisschen basic aufgebaut. Manche könnten jetzt kritisieren, du rennst ja auch einfach durch. Ja. Weil das halt auch jetzt zum Ziel führt, sag ich mal. Damn it. Aber trotzdem wiederholen sie viele Passagen, ne? Jetzt wird's zu regnerisch, ja? Das ist doch mal was. Ein bisschen was anderes. Das ist kaum zumutbar, der Lag des Spiels. Ich werde da noch ein paar Sachen ausprobieren für den nächsten Part. Ich kann es euch so nicht auf Dauer zumuten. Da muss ich noch ein bisschen an den Einstellungsschrauben drehen, ich weiß das. Versuche es bestmöglich zu ignorieren. Wo muss ich lang? Da vorne ist nichts. Einfach mal Gegner besiegen könnte eine Lösung sein. Den soll ich nehmen? Ich dachte, hätte aussehen können wie ein Gegner. Oder... Alter. Nein. Krass. Aber das geht gerade gar nicht. Ich dachte wirklich, es liegt nur in der ersten Zone, die so krass drauf war. Jetzt zum Beispiel recht flüssig in dem Moment. Nee, muss ich nochmal gucken, was da zu tun ist. Meine Güte, manche werden fragen, warum spielt es überhaupt so? Ich kann PlayStation 2, Xbox und GameCube nicht gut anschließen. Wir haben kein HDMI und alles andere ist eine Qualität, die nicht klar geht. Aber das hier auch nicht. Oh, ich kann schießen! Sag das doch vorher! Wo fliege ich eigentlich lang? Da waren doch so viele von deinen Flotten. Ich hätte noch auf irgendeiner landen können. Und dann sehen wir uns. So, Speedo. Juhe. Ah, das sieht gut aus. Ist das Chaos Emerald oder warum? Auch wieder aufgebaut wie der zweite Level, ne? Das Ende. Jetzt hätten die einfach nur Copy and Paste gemacht und dann was verändert. Aber ich will mich nicht beklagen. You're not getting away from me this time, Doctor. Gut, wir haben wieder zwei Level gepackt. Und im nächsten Part gibt's dann wohl schon das Finale dieser Story. Diesmal nicht so gut. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, würde mich sehr freuen. Noch ein bisschen Story und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao! What the? How can this be? Who are you? Listen up, Shadow Androids. The Eggman fleet is strong, but those black creatures are a formidable adversary. I must return to the base to devise a new plan. Shadow Android? Am I an Android too? Eine berechtigte Frage. Willkommen zurück zu Shadow the Hedgehog. Und... ja, aber die sehen ein bisschen billiger aus, hat man ja gesehen. Richtig Nintendo 64-Style. Hey, Omega! So, wir sind schon im vorletzten Level der neutralen Story. Ich würde schon sagen, dass wir es in diesem Part durchpacken. Also, klotzen statt kleckern! Ach, Risiko hier sind. So, werfen wir einen Blick auf die Missionen. Und zwar, positiv wäre, schieße Eggmans Luftschiff ab. Achso, Omega hat sich ja gegen ihn verschworen. Ist ja klar.
Aha. End off those gun pursuers. Warum sind Gunroboter auf seinem Schiff? Aber ich gehe natürlich den neutralen Weg, wie immer. Wir bleiben dabei. Wir kriegen das hin. Alles wunderbärchen. Aber warum will ich unbedingt mit ihm reden? Vielleicht weiß er mehr. Weil er schon fast semi-dark ist, oder? Ich will mich ja mit ihm nicht anschließen. Naja, mal sehen. So, bam, 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 bam. Schon ist die Tür auf. Das war ja einfach. So, du gehst baden, du gehst baden. Oh, hab ich so eine fette Panzerfaust, so ein Raketenwerfer. Was ist los? Ich nehme das. So, jetzt mal gucken, ob sie... Ja, komm, verschwinde. Jetzt aber raus hier. Hab ich nicht. Oh, Shadow Androids. Nintendo 64 Shadows. Die sahen halt so aus, Mann. Sind die genauso stark wie ich? Offensichtlich nicht. Aber die halten deutlich mehr aus als die ganzen Billigroboter von allen. Regenerieren die sich, oder? Sind ja einfach nur hart drauf, die Boys. Die hätte ich erschießen müssen mit den Kanonen. Ist ja noch was drin vielleicht? Oh, ich nehme einfach hier das fette Ding und schlag um mich. Vorsicht, hab keine Ringe mehr. Doch, habe ich noch. Ui, kann ich das auch nicht mehr? Ja. Denn das war verhältnismäßig sehr effektiv. Bams! Bams! Kann nicht wahr sein. Schnell in Sicherheit bringen. Einen Schlag braucht er noch. Oh, ich bin so ungelenkt damit. Alter! Das Imitat hat das Original besiegt. Gewissermaßen. Schade. Schade, Schokolade. Aber im zweiten Anlauf werde ich es wohl hinkriegen. Hoffentlich. Vielleicht mache ich so Blatt, wenn ihr nichts dagegen habt. Ihr Plash-Eimer. Ich dachte mir eben schon, als ich die hier besiegt habe, so, ach, die sind alle so einfach. Na, kommen die Shadows angetanzt. Ja, ja. So, dann nehmen wir hier. Ah! Ja, was liegt denn da so blöd auf der Kante? Im Ernst? Warum? Warum liegt er auch so auf der Kante? Auf ein neues. Aller guten Dinge sind drei. Drei. Zehn. Tausend. 492. So, will noch wer? Hat jemand noch nicht? So. Aha! Gebuff, gebuff. Das macht ihnen erstmal nichts aus, okay. Ich habe auch nicht richtig getroffen. Damit vielleicht. Ja, das geht schon viel besser als eine simple Homing Attack. Ich kann trotzdem verduften, sehe ich das richtig? Ich weiß nie, wo er hinfällt. Ah, dammit. Bams! Verdödel dich, Mann! Okay, ich hätte die ganze Zeit schon entkommen können, aber ich habe ein bisschen Ansporn gehabt. Ich will diese Typis besiegen. Das kann ja wohl nicht angehen. Es gibt nur einen Shadow the Hedgehog. Es gibt nur einen Shadow the Hedgehog. Jetzt bin ich da weitergekommen und kratze trotzdem ab. Was ist mit euren Checkpoints los? Nicht unterschlagen. Wir sind gegen Ende des Spiels, ja? Muss nur die Plattform zu bewegen kriegen. So. Hallo, ihr Lieben. Bam, bam, bam. Blöd, wenn man nichts sieht. Alles klar, alles klar, alles klärchen. Schieß einfach mal ins Nichts, sehr gut. Nee, das will ich nicht. Ich hol das wieder weg. Damn it. Ah, die Waffe wär's gewesen. Hauruck! Na also. Hier geht's lang. So, jetzt aber auch weiter. Don't make bullshit with me.
Will er nicht getroffen werden? Dann drücke ich einfach mal nicht. Oder spring nur ab. Ist das euer Ernst? So reicht's. Was ist denn das? Ich werde einfach befeuert von 10.000 Typen. Da ist ein Ring. Ring! Was zum Teufel? Ah, oh, das regt auf. Langsam erinnere ich mich, warum ich das Spiel ursprünglich nicht gemacht habe. Wann kann diese verdammte Plattform denn jetzt abheben? Muss ich etwa nur hier hinlaufen? Weil alle Gegner muss ich ja nicht besiegen. Hier geht einfach zu viel Punk ab. Jetzt kommen gleich meine Freunde. Ach, leck mich doch. I will find the truth. So geht's auch. Nach meinem Blackout. Ich wusste gar nicht, dass sowas kommt. Man lernt nie aus. Hatte ich ja mehr Ringe und damit kann ich jetzt auch mehr anstellen. Also ich glaube, ich mal treffen lassen und so. Also gar nicht mal so sinnlos. Gerade noch so konnte ich mich reinretten. Das ist aber auch eine... Ich muss den besiegen. Geht das so oder brauche ich zwingend Waffen? Ich sehe gerade die Energieleiste vom Ding. Okay. Ich krieg das offensichtlich so hin. Big Dislike. So. Hauptsache es geht weiter, Freunde. Omega leitet uns. Nee, ich mach, was ich für richtig halte. Ach, hier, das da. Ah, okay, okay. Hauruck! Ach, da oben lang. Ich dachte schon, so weit kann er doch gar nicht springen. Wir sind wieder im Rennen, Freunde. Aber ihr habt gesehen, man kann sich auch mal verlieren in bestimmte Situationen. Der Kammer des Schreckens. Upsa. Ah, wir sind noch hochgekommen. Exzellente. Piccolente. Ich habe jetzt die Chaos Emeralds nicht mitgezählt, aber wenn es so weitergeht, liegt Shadow gut im Rennen, was die angeht. Mann! Man sieht nichts, man kann die Kamera nicht umstellen, nichts. Damn, not here. Ja, komm. Bin ich wieder an der Stelle, ist es dein Ernst? So, ich habe die Stelle jetzt wieder geschafft. War nicht ganz so einfach, den ganzen Weg wieder zurückzulegen. Ein paar Mal gestorben. Heiliges Hackfleisch, warum? Was ist bloß los, Mann? So, jetzt gucke ich mir das mal ganz in Ruhe an, den ganzen Schinken. Ich weiß, einmal runterspringen und ich muss diesen ganzen Bereich nochmal machen. So, ich halte mich lieber oben auf, weil von oben kannst du erstmal nur nach unten fallen. Alte Sonic-Weisheit. Wobei, zählen Sonic-Weisheiten in einem Spiel namens Shadow the Hedgehog noch? Mann, also die Story des Spiels interessiert mich schon und so. Aber die Level lassen mich kalt, ehrlich gesagt. Stimmt, Homing Attack. Macht ja am meisten Sinn. Mein Gott! Als würde der Schlittschuh laufen, ne? Jetzt... Ach, dann fliegt er ganz weit weg. Irgendwann fällt er hier runter. Davor habe ich Angst. Oh, ich habe die Ultimate Power. Genügend Bösewichte besiegt. Damit fliegen wir einfach ein Stückchen weiter. Ist einfach nur eine Schiene, ne? Komm, die Shadow Androids. Aber jetzt haben wir auch genug Ringe. Da haben wir auch schon einen ganzen Batzen verloren wieder. Egal. Aha! So, was ist verlangt? Wo wollen wir hin? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Will ich den haben? Warte, ich kann da hochklettern. So geht das! Kowalski.
Holy Macaroni, was stimmt nicht mit diesem Level? Ich mag ihn nicht. Ist zu actiongeladen, aber das ist leider bei jedem Level in diesem Spiel so. Das Ziel! Ich feiere es hart. Das ist das Ziel. Now, Doctor, you will tell me everything. Als ob Eggman irgendetwas wüsste, ne? Aber gut. Finden wir es raus. Rang A. Für diesen Schmodder, für diese Leistung. Wer es glaubt. Eggman detected. Approaching this direction. Shadow and Omega? Why, you traitors! You two are going to stop me? Move aside! Doctor, please, I need to know. Those androids, the ones that look like me, am I? Yes. What? You and Omega are my creations. But you betray me as you stand here before me. So now, I will destroy you both, turning you into scrap metal! Eggman, I will defeat you once and for all. This is what you get for turning against me. Eggbreaker! Ist jetzt noch ein Boss dieses Levels oder schon des ganzen Story-Stranges? So, wir können uns mal eine Taktik überlegen. Hier geht's schon ganz schön. Ah, Shadow Androids sind auch da. Guck mal, Startmenü. Nein, keine Mission. Darf er wohl mal fragen. Ich besiege einfach mal die Kleinen. Vielleicht ist trotzdem jetzt. Obwohl, es sind nur Eggman-Roboter da, ne? Und Shadow Androids. Warum behauptet Eggman jetzt, er lügt, ne? Eggman muss lügen. Ah, ich kann. Ach so. Klar, ich kann. Aber ich kann die doch nicht auf ihn hochsteuern. Ach, jetzt ist mir mal wieder zu viel los. Raketen entdeckt zur Höhegewinnung. Sagt Omega. So, jetzt müssen wir erstmal in der ganzen Hektik. Warte, hier ist was. Sag das doch gleich! Na gut. Ach, das meint er. Alter! Ich will ja nichts sagen, aber mir kommt der Boss ein bisschen doof gemacht vor. Das ist nur. Immerhin! Bisschen was gebracht. Besser als nichts, ne? Man steht zu sehr unter Beschuss. Das geht einem richtig auf die Eier. Dammit. So, Raketen zur Höhengewinnung. Juhe. Ich kann aber nicht auf die Plattform. Sollte ich wahrscheinlich auch nicht, sondern nur. Ihn abschießen. Bam, 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 bam! Er hat mich nicht rechtzeitig bekommen. Uiuiui. Er kommt runter. Das könnte interessant werden. Ich habe auf ihn geschossen, das hat nicht viel gebracht. Ah, vielleicht soll ich doch lieber ein bisschen defensiver agieren. Vor allem Ringe, 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 Ringe. So, schon etwas wohler fühle ich mich jetzt. Das bringt irgendwie nichts. Alle Einheiten eliminieren. Oh mein Gott, ich vertraue dir einfach mal, ja? Das ist merkwürdig. Where'd you go?
Ich sollte vielleicht Ausschau halten nach weiteren Kanonen, weil die hätte wirklich mit Abstand am meisten gebracht. Bam, 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 bam! So wird's gemacht! Alles andere ist Rumgegimpel. Leute, macht das so. Behold the ultimate power. An Android? Me? I don't believe you. Okay, was jetzt? Rang D? Naja, komm mal klar, oder? Komm mal klar. The pieces are coming together. This ultimate life form they keep referring to is the Black Hedgehog, and he died, and I'm its copy. I must be the android Dr. Eggman created. And it's clear what needs to be done. Doctor, you're going straight to the place you created me from. Ach, und jetzt kommen wir erst dahin. Na, wenn du meinst. Ich dachte eben, es könnte vielleicht der Endboss gewesen sein, aber nein, Lava-Shelter. Hui, krass aus. Also er hat jetzt vor, Eggman zur Strecke zu bringen? Interessant. Er macht aber nichts. Ah, jetzt. LOL. Das hat früher tadellos funktioniert, das Grinden, aber hier. Hier geht auch mal wieder einiges ab. Sieht aber sehr schön aus, ne? Optisch? Kann sich sehen lassen. Oh, wir müssen noch A dazu drücken. Macht's kniffliger. Was? Was hat's mit diesen Türen auf sich? Charakterwechsel? Was hast du denn? Das ist so lang Shadow da drauf ist, oder was? Ich bin durch. Was zum Teufel? Hallo. Ich verstehe in dem Spiel bislang nur Bahnhof. Ich glaube übrigens nicht, dass er ein Android ist. Ich glaube schon, dass er das Original ist. Und glaubt aber nur. Aber warum soll er sein Erinnerungsvermögen gelöscht haben? Wir haben jetzt auch 10 aus Sonic Heroes gesehen. Wir bleiben einfach am Ball. Auch für uns werden sich die Puzzleteile langsam zusammenfügen. Je mehr wir vom Game gezockt haben. Autsch. Aber wir haben es aufgekriegt, den Schinken. Sieht aus, als würde das heute ein längerer Part werden, verglichen mit den anderen beiden Parts zuerst. Aber ich möchte es schon... War ein bisschen kurz. Ein bisschen mehr Normallänge oder vielleicht sogar Überlänge haben ist es heute. Auch nicht schlimm. Ich habe nur nicht ausgeschlossen, dass es das schon war. Wobei, das wäre kurz gewesen. Zu kurz. Ja. Warte mal, wenn ich jetzt gucke. Oh, ich kann mich nur noch für gut oder böse entscheiden, ne? Activate the volcanic defense system. Head to the center of the base. Activate the volcanic defense systems. Alter, Alter. Ihr wisst doch, was das bedeutet. Ich muss den Level irgendwie nochmal erreichen irgendwann. Früher oder später. Und den jeweils anderen Weg gehen. Vulkanisch? Aber das ist... Ist doch viel schwieriger, was Eggy will, oder? Ah, ich gehe einfach meinen Weg. Das wird dann wohl Omegas Auftrag sein. Gib Gas! Alles wirkt so träge, was das Grinden angeht. Weiß nicht, warum die das irgendwie so verändert haben. Wird immer langsamer, ne? Von Sonic Adventure 2 auf Sonic Heroes. Auf Shadow the Hedgehog wird das Grinden immer flobiger. Mir hat es gefallen, wie in Sonic Adventure 2 es war. Es
etwas, was ich vermisse in den letzten Sonic Games, ehrlich gesagt. Klar, es grinden immer noch dabei, aber nicht so wie früher. Hier? Was jetzt? Dahin? Damn, not here. Nein, nicht dahin. Okay. Activate the defense unit and use the ledges leading to the path on the left. Also ich muss erstmal hier das Ding wieder kriegen. Sorry. Ah, das Spiel macht mich auch fertig, ne? Das wird noch lustig. Wir machen das jetzt kaputt. Eben hatte ich eine Waffe, die habe ich jetzt nicht mehr, weil ich bekomme auch keine mehr. Da ist doch dein Logo drauf. Ach komm, leck mich. Das Spiel macht mich fertig. Ich raste aus. So, ich bin wieder hier, hab mich jetzt mühsam wieder hingespielt. Jetzt will ich das nochmal zerstören, ging mit der Waffe einfacher. Okay, dadurch geht der Weg erst weg. Aber ich kann hier entlang. Heil dich doch! Kann er nicht vor lauter Lags. Was haben wir denn? Alter. Was haben wir denn hier? Ah, es geht nicht klar. Ist das der zweite? Haben wir dann Eggmans Bitte quasi erfüllt oder was? Die fünf sind es. OMG. Meine Güte, was ist hier los? Aber das Spiel stresst mich so ungemein. Und das ist eigentlich so schlecht auch. Es geht mir so auf den Keks. Ich hasse es so sehr. Und dann läuft es noch nicht mal vernünftig. Ich denke, wir lassen es bei diesem einen durchspielen. Das wird jetzt viele schocken. Aber ich tue es mir nicht mehr an. Nee, ich tue es mir einfach nicht weiter an. Das ist einfach zu schlecht. Sonic 2006 und Sonic Boom fand ich nicht so schlecht wie das hier. Beiden genannten haben mir viel mehr Spaß gemacht als das. Ist es kaputt oder was ist jetzt los? Ich sehe keine Energie, das ist doch an nichts. Ich hab's zerstört. Da wissen wir ja, wie lange nicht. Damn, not here. Das war's. Ich verabschiede mich. Das war Shadow the Hedgehog und tschüss. Einfach kein Bock mehr. Einfach, es geht mir auf den Keks. Es ist scheiße, es ist Dreck und tschüss. Ja, also das nenne ich mal ein missglücktes Experiment. Auch jetzt mit ein bisschen Abstand muss ich sagen, nee, kein Let's Play zu Shadow the Hedgehog. Es tut mir leid. An alle, die sich auf ein Let's Play gefreut haben, aber ich will nicht. Ich will nicht. Einerseits ist es mir jetzt zu schade, diese Parts wegzuwerfen. Es steckt sehr viel Arbeit immer dahinter, das glaubt ihr gar nicht. Denn es ist wenig nachvollziehbar, was im Hintergrund daran gearbeitet wird. Andererseits möchte ich das nicht als richtiges Let's Play irgendwie hochladen. Drei Parts, hallo. Mich stört schon ein Let's Play wie Sonic und die Geheimen Ringe, was noch 7 Parts abgebrochen wurde. Also nehmen wir es einfach als Versuch. Ich wollte das Let's Playen, aber ich krieg's ja beim besten Willen.
Es gab schon so, wer meine Videos schon seit geraumer Zeit kennt, so oft Hindernisse im Weg und irgendwelche schwierige Aufgaben. Ich setze mich dahinter und ich mache das. Aber so ein Spiel, was mich permanent nur stresst, die quatschen mir dazwischen. Ja, ist okay, das ist das Spiel. Permanent Action. Dann ist es noch so glitchy. Also, Shadow lässt sich nicht gut steuern, seine Homing Attack nicht ausgereift. Alles so ein bisschen strange. Dass die Grafik nicht der Burner ist, das stört mich noch nicht mal. Aber was mich auch stört, dass es nicht flüssig läuft. Das kommt hinzu und ich krieg's nicht gebacken. Ich kann PS2, GameCube, Xbox nicht vernünftig anschließen. Mit einer guten Qualität. Die haben kein HDMI. Und auf diese Art und Weise, Emulator geht's halt nicht flüssig und das regt halt auch irgendwie auf. Und allein der Gedanke, ich habe jetzt hier durchgespielt, ich mache die neutrale Story, wo ich einfach nur zum Ziel laufen müsste. Und selbst das ist irgendwie, geht mir voll auf den Keks. Wenn ich dran denke, dass ich später in den Level irgendwie suchen müsste nach allen Soldaten, die ich besiegen muss, oder nach Geheimdisketten, oder weiß der Teufel. Da geht mir die Hutschnur hoch, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ihr sagt, ich soll zocken, worauf ich Bock habe. Ich hab's versucht, viele haben sich gewünscht, Let's Play Shadow the Hedgehog, ich hab's nochmal versucht. Viele werden jetzt sagen, du hast es schnell aufgegeben, aber boah, ich will einfach nicht, zwingt mich nicht weiter. Es war gut gemeint, es tut mir leid, am heutigen Samstag kommen dafür 3 Videos, auch wenn dieses sehr lang war, irgendwie ist es Müll. Wenn ich es jetzt nicht veröffentlicht würde, wäre es irgendwie, sag ich mal, wären es die geheimen Parts und eigentlich lade ich alle Parts hoch, die ich aufgenommen habe. Jetzt mal in ein Video gequetscht, seid mir einfach nicht böse. Ich versuche immer nur das Beste zu machen, euch betreffend, mich betreffend und nachdem ich eigentlich das zu einem regulären Let's Play machen wollte, jetzt doch nicht und schwierige Entscheidung, was ich jetzt machen soll. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, seid mir nicht böse, ich habe nochmal Shadow the Hedgehog versucht. Es ist einfach ein Dreckspiel. Ich mag Sonic 2006 und Sonic Boom 1000-mal lieber, ist mein Ernst. Hatte ich viel mehr Spaß, auch wenn da Glitches und Bugs sind. Von mir aus auch mehr Glitches und mehr Bugs. Aber es macht mir einfach... Dieses Spiel macht mir einfach überhaupt keinen Spaß. Das war's mit Shadow the Hedgehog. Bitte seid mir nicht böse. Ja, es tut mir einfach leid. Es tut mir wirklich leid von meiner Seele aus. Ich wollte es. Aber ich mach's nicht. Tja. Da haben wir doch keinen Let's Test, was zu einem Let's Play wird. Bis jetzt. Mal sehen. Naja, ich verabschiede mich noch ohne einen Daumenspruch, weil vielleicht habe ich den nicht verdient. Okay, danke fürs Ansehen, sage ich aber trotzdem und hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis. Dann sage ich nur noch, bis dann und ciao!